Dann kannst du auf alle Fälle die. Unfassbar. Ja, du kannst die 6 kannst du parieren. Ich muss gerade mal gucken. Was gegen winzige Gegner ist die Attacke auf alle Fälle erschwert. Ich weiß nicht, ob die Parade auch. Ich würde es dir einfach mal so zugestehen. Das heißt, Ja, und jetzt die um 4 erschwerte Parade, weil ich umwandeln muss. ja, du, okay, mach mal. Ja. Die 6 hast du auf alle Fälle abgewehrt. Nein! Dann Oh, sind knapp. jetzt 4 Spinnen sind jetzt auf Distanzklasse H und die andere ist auf S. Hä, wieso sind die können, wenn die nicht, oder was habe ich für einen Angriffswert, dass die mich unterlaufen mit einer 18? Ja, Die müssen ihren Angriff ja schon schaffen. Nee, müssen sie nicht. Also du kannst nur maximal 2 kannst du an dich binden mit 2 verschiedenen Paraden. Du hast einmal die 6 im Ah, Himmel okay. und meinetwegen die 10. Das ist egal. Also die steht auf alle Fälle, die hast du nicht pariert, das heißt, sie kann dich unterlaufen. Und die anderen, die 11, 18, 18, die hat dich nicht getroffen, aber du hast sie auch nicht auf der Distanzklasse S abgehalten. Das heißt, Ah, okay. die drei, 4 Spinnen sind jetzt auf Distanzklasse H und eine ist auf Distanzklasse S. So. Ja. Das waren die Aktionen von denen. Das heißt, überall an deinem Körper kribbelt's und sie versuchen dich zu beißen, aber beißen erstmal in deine Lederhose. Jetzt kommt der Angriff auf Tau. Und das waren auch 1, 2, 3, 6. Ja gut, eine Aktion habe ich ja fürs Zauberloswerden gebraucht. Das heißt, ich habe nur eine Parade, richtig? Ja, richtig. Würfel einfach mal. Gut. Dann habe ich eine 5, eine Boah. 6, 2, 6, i. Das sind 1, 2, 3, 4. 4, die dich treffen würden. Ja gut, eine versuche ich zu parieren. Das wäre Eine. sogar gelungen. Dann kannst du die 5 parieren. Dann hast du eine auf. Was ist da das Distanzklasse? N, ne? Stab. Also ich habe S. Stab. Es ist. Der Ja. Magierstab ist auf S, sicher? Ja. Okay, dann auf S. Und du hast 5 Spinnen, die auf Distanzklasse H sind. Und 1, 2, 3 treffen dich sogar. Ich muss gerade gucken, was die machen. 1W6 plus 2 plus Gift. Aber das ist der Wert für die große. Das heißt, die kleinen würde ich nur 1W6 zumachen, also 1W6 Schadenspunkte. Gift haben sie auch, aber das ist halt auch nicht so stark. Das sind, was habe ich gesagt? 3 Stück, ne? Ja. 5-2-2 sind 9 TP und weil du keinen Armatrutz hast, an der Rüstung vorbei 9 SP. Keine Wunde, weil es 3 verschiedene Angriffe sind. Bis Wunden kommt, dauert eh. So, das war meine 12. Dann fangen wir an mit Haldan Roge. Du hattest pariert, du bist fertig. Rakio. Die Spinnen kann ich wahrscheinlich nicht angreifen, weil die wahrscheinlich so klein sind, dass wenn ich damit jemanden treffen würde, wahrscheinlich eher denjenigen treffen würde und Angriff die Spinne treffen würde. Angriff in den Nahkampf. Du kannst auf die Spinne bei Haldan schießen und sie versuchen, ihm vom Körper runterzuschießen. Würde ich erlauben, Aber. aber wenn du nicht treffen solltest, weil es ein Angriff in den Naja. Nahkampf ist, dann triffst du Naja. auf alle Fälle Haldan. Ja, aber ich vertraue da in meine Fähigkeiten. Das heißt, ich hätte jetzt auch eine minus 6 hatten wir, ne? Ja, ich glaube, das ist sogar für dich ähnlich. Ja. Also erstmal ist Müsste bei mir eigentlich genauso sein. Also müssten winziges Ziel, 6. sie sind aber sehr nah. Ich habe noch Und Scharfschütze. muss gerade Scharfschütze, weiß ich. gucken, ist Angriff in den Nahkampf, ist das. Das steht hier nicht drin. Das ist irgendwie erschwert um die Nahkampfteilnehmer und dann triffst du halt einen zufälligen. Ja, das ist halt genau die Sache. Das meine ich halt. Du triffst halt eigentlich ja, musst du ja, glaube ich, auswürfeln, wen du triffst, ne? Genau. Und das, wenn du halt auf 5 Gegner und einen Verbündeten schießt, ist die Chance, selbst wenn du nicht triffst, immer noch ganz gut, dass du halt einfach nur einen Ja, Gegner aber triffst. die sind halt trotzdem sehr klein. Also ich würde dann dann würde ich dich in W12 würfeln lassen. 1 bis 5 ist Spinne und der Rest ist Haldan. Das ist natürlich. Würfel mal deinen Angriff. Das würde ich riskieren. Ich würde eigentlich dann eher auf die große Spinne schießen, weil das hat keinen. Also die Chance, ihn zu treffen, ist dann halt immer noch über Ja, 50%. dann würfel auch Shaka Kru. Dann nehme ich El Shaka Kru. Die Frage ist: Entfernung wäre dann knapp, also knapp 12 12 Meter. Meter, ne? Das bedeutet Muss 12 gerade gucken, die ist Meter. aber auch nicht winzig, die ist groß. Groß. Das heißt minus 0, also nur plus minus 0. So groß wie ein Entfernung Pferd ungefähr. wäre dann nah, oder? Die 12 Entfernung Meter oder ist ist das Mittel? wahrscheinlich sehr nah. Würfel einfach mal einen Angriff. Wenn du 1 bis 5 würfelst, Das hast du auf heißt, alle ich Fälle habe getroffen. ich hab minus 2.
Würfel einfach mal deinen Angriff. Nee, ich würde noch eine Ansage machen. Eine Ansage von 6. Weil selbst mit einer 6 wäre ich bei einer minus 2, bei einer 20. Ja, dann hau rein. Okay, 15 war getroffen. Dann kannst du den Schaden machen. Ja, dann wird da 11 Schaden. 11 Schaden auf die Höhlenspinne. Den Rüstungsschutz. Sehe ich gerade. Doch, da ist er. Gut. Ach ne, Entschuldigung, sind 10 Schaden. Keine 11 Schaden. 10. Mhm. Dann nach Akio kommt Tau. Der hatte schon Ronga. Ja, ich habe bereits meinen Speer wurfbereit gemacht. Das heißt, ich kann ihn innerhalb von einer Aktion werfen. Mhm. Und ich wähle mir die Spinne als Ziel. Welche? Die große natürlich. Okay. Weil Spinne, es sind halt alle Spinnen. Aber die Spinne. Ja, Stracker Crew. Nennen sie über ihrem so. Namen. Am besten dreimal. Kommen wir nochmal drauf zurück, wenn sie tot ist. So, ich würfel einfach mal. Ja, mach mal. Aua. Ja, könnten wir jetzt gegen. Ich bekomme plus minus 0 wegen Größe, plus minus 0 wegen Reichweite. Kommen da sonst noch irgendwelche Modifikationen? Also Größe ist, wie gesagt, also genau, plus minus 0 wegen Größe, dann wegen der Entfernung. Nö, ist gleich wie für alle anderen. Ja, genau, dann ist das auch bestätigt. Okay, dann ist das bestätigt. Dann mach den Schaden. Wahrscheinlich direkt. Du bekommst sogar noch minus 2 wegen Serna. Ja, warum minus? Du musst da plus eintragen, nicht minus. Jo, das kann es vielleicht sein. Also die minus 4 können wir gerne verdoppeln, dann kommt Lebenspunkte zurück. Ja, so, 11 Schaden, also 22. 22 minus Rüstung. Ins Auge, 2 Stück, 2 Augen, die du da gerade kaputt machst. Das sind wahrscheinlich nicht die Hauptaugen gewesen, sondern nur irgendwelche kleinen Nebenaugen. Aber der Speer steckt tief im Protofleisch der Spinne. Das war meine Aktion. Was hat die denn für eine Konsti? Kriegt die Wunde? Ja, sie ist nicht untot. Leider. Ich würfel tatsächlich mal auf Selbstbeherrschung. Keine Konzi von 22 hat, dann... Doppel 1. Ja, okay, ja, Doppel 1, sie steht noch. Sie wird auf alle Fälle jetzt den Bestienjäger töten. Und sie ist sauer. Ronga ist durch. Gorgel Mogel ist dran. Nee, ich habe noch eine Aktion. Hast du doch eine? Ja, ich brauche nur einen für den Wurf. Ich habe ja den Wurf auch vorher schon bereit gemacht. Aber ich will nur mein Schwert sehen. Mein Schwert. Ja, hast du Angst vor dem zweiten Speer? Gut. Gorgel Mogel. Ich habe meine Aktion tatsächlich schon verbraucht für die Ansage. Okay, du hattest eine Spinne von Rogel weggeschossen, dann Groggel. Groggel zielt auf das Hauptauge. Mach einen Sturm, Sturmangriff, Bogenschuss oder so. Ja, er zielt erstmal auf das Hauptauge und macht eine TP-Ansage. Von 5 Zusatz-TP. Und dann ist meine Aktion erstmal weg. Ja. Sturmer. Das heißt, du willst noch nicht schießen, sondern nur zielen? Genau, erstmal eine Aktion zielen für die Erleichterung und eben die zweite Aktion ist die TP-Ansage. Ja, nächste Kampfrunde. Die Spinnen sind dran. Ich beginne mit Haldan. Ich zieh vor. Sehr gut. Ich renne weg. Okay. ja, du kannst vorziehen, dann kriegst du auf alle Fälle Passierschläge. Ja, ist richtig, aber sonst töten die mich jetzt. Also dann nehme ich lieber die 4 erschwerten Passierschläge als den sicheren Tod. Dann gebe ich dir 6 Passierschläge. Passierbisse. 5. Nee, 6, weil du an dem anderen Kontrollbereich von der anderen vorbeiläufst. Ja, die ist aber doch tot. Ach, die ist tot. Wenn, ja, nee, keine, der eine ist tot. Ziehen wir ab, alles klar, du läufst weg. Die Spinnen sitzen zwar auf dir drauf, aber du kannst sie abschütteln und rennst mit so einem Tanzen. Die Beine hochgezogen und die Arme weit schwenkelnd dann hin. Wo läufst du hin? Weg auf zu Stracker Crew. Ich ehrlich gesagt, ist mein Plan erstmal weg von denen. Okay, ich habe jetzt nicht so einen großen Plan. Eine Aktion hast das, ne? Du kannst eine zweite, gut. Dann 12. Meine sind dran. Ich habe noch 5 Stück und die laufen dir natürlich hinterher.
Das habe ich befürchtet. Ich guck gerade mal, was haben die für eine Geschwindigkeit? Aber Brokel ist flink. Ja, Geschwindigkeit 5. Ja, aha, da kommen die gerade mal. So weit. Du bist 5, du bist flink. Ich kann 10, ich kann 9 Meter laufen, die 5. Okay, krabbeln hinterher. Das war meine erste Aktion. Zweite Aktion, Sprungangriff. Ja, zweite Aktion, ich ziehe Vorlauf weg. Ja, Freund. Ich spiele das auch schon ein bisschen länger. Ich bin nicht gesteuert. Okay, ich laufe dir trotzdem hinterher. Gut, beziehungsweise, nee, Sprungangriff habe ich angesagt, dann fliegen die genau hier hin und gut. Dann, Tau, 6 Angriffe. Ich mach das Gleiche, das ist die beste Idee, die du machen kannst. Passierschläge, Passierbisse. Ja. Ja, gut. Ja, dann kannst du sie von dir abschütteln und rennst mit einem ebenso panischen Schrakakru. Distanz, ne, also wie viel man... Geschwindigkeit. Normalerweise 8, wenn du keine Rüstung an hast oder sowas. Genau, Initiative vom Stab gibt mir ja nichts, also 8. Lauf ich dahin. Ja, 5. Und wenn ich ein Arschloch wäre, dann könnte ich jetzt, aber nein, mache ich nicht, weil das jetzt könntest du den Sprungangriff in die andere Richtung machen. Nee, Initiative technisch passiert das alles gleichzeitig, also zu dem Zeitpunkt ist halt dann hier noch drüben und die springen dann in diese Richtung. Sprungangriff. Ja, dann laufe ich weiter. 8. In den Wald rein. Ja, da ist die Initiative tatsächlich ziemlich gut, dass ihr den Sprungangriffen ausweicht. Aber wir machen weiter mit der Großen und die ist sauer. Wir machen Sturmangriff. Sturmangriff, ich halte die gegen. Okay. Das finde ich gut. Scheiße. Ihre Körperkraft ist gesenkt. Sie ist ein großer Gegner. Kannst du gegenhalten? Ja, kann ich. Ja, sehr große kannst du nicht gegenhalten. Dann, ich hoffe, du patzt oder sowas. 13. Danke dir, ich hoffe dir auch einen Patzer. Wie rechnet sich noch gleich nochmal die Attacke durch die Senkung von der Körperkraft? Wow, ist das dein Ernst? Danke mir, dass du mir einen Patzer an den Hals gewünscht hast, ne? Danke dafür. Das ist bestätigt. Da kommt noch eine 4er Schwernis drauf, aber ja, das ist halt bestätigt. Und du bekommst die plus 4, nee, gar nicht, du bekommst die halbe Geschwindigkeit von ihr drauf. Sie hat eine Geschwindigkeit von 5, also ein 3er TP obendrauf. Genau. Da kommt der Bestienjäger. Auch wenn du den Ghoulen fürstlich umgebracht hast, aber Schracker Crew. 3 TP kommen und die plus 4 vom Sturmangriff kommen nicht drauf. Nee, genau, weil er nicht geschafft ist, aber die Geschwindigkeit von ihr kriegst du. Das ist so. 15, verdoppelt. 30. Wir ziehen die Rüstung ab und du kannst gerne beschreiben, was du mit ihrem Auge tust. Also eigentlich mit allem. Ist sie tot? Ja. Ja, nachdem der Bestienjäger Ronga der großen Höhlenspinne einen Speer gezielt ins Auge geworfen hat und damit ihren Unmut erregt, streckt er sich mit seiner Waffe ihren Sturmangriff gegenüber dem Bestienjäger entgegen und schafft es, den Längenvorteil seiner Waffe so auszunutzen, dass die Spinne gar nicht mehr an ihn rankommt. So hat sie sich dann schon mit ihrem Auge ins eigene Auge das Schwert gebohrt. Sie kracht vor Ronga zusammen. Ja, ekelhaftes grünes Sekret, was giftig auf dich und deine Rüstung spritzt. Und dann zuckt noch an jedes der Spinnenbeine. Akio. Ja, ich werde wahrscheinlich meine 2 Aktionen jetzt dafür verbrauchen, dass ich erstmal einen Pfeil einlege und spanne. Ja, du siehst, dass dein Silberwolf Kervo wohl in eine der Spinnen hineingebissen hat und sie gerade mit einem Schütteln des Kopfes zerreißt. Haldan ist gelaufen, Tau ist gelaufen, Ronga ist fertig, Goggelmoggel. Ich habe noch eine Aktion. Achso, ja, dann mach mal deine Aktion. Ich wollte nur anmerken, ihr kannst gerne machen, ich wollte nur anmerken, dass ich eine Aktion habe. Zigarre anzünden. Ich mach die Spinne da mal tot, ne? So, ich werde einfach meinen nächsten Wurfspeer ziehen und eine Ansage machen und kann dann in der ersten Aktion der nächsten Kampfrunde eine weitere von den kleinen Spinnen erledigen. Ja, ich glaube, Bauer Rogel und Tau können tatsächlich die Spinnen tanken, in Anführungsstrichen. Also hin und her laufen mit wildem Gekreisch, während die anderen...
dann die Spinnen mit gezielten Schüssen, winzig wie sie sind, zerreißen. Der Silberwolf Gervo hilft natürlich genauso wie Born. Das Massaker, Massaker, voll durch. Ich mache hier ein Niederreiten. Ja, mach mal einen Niederreitenangriff in die Gruppe von 6 Viechern. Patzer, Patzer, Patzer. Das ist, glaube ich, eine Reitenprobe, ne? Ja. Das wäre jetzt schon leicht lustig. Du kannst auch einen Lanzenangriff ansagen, wenn du willst, aber hast gerade nee. Pfeil und Bogen, ne? Ja, ich habe gerade Pfeil und Bogen und Niederreiten macht halt mehr Sinn. Ja, damit nimmst du halt mehr mit. Ja, warte mal, ich muss mal eben gucken. Ich glaube, ich war nämlich spezialisiert auf Reitschwein bei Reiten. Ja, bestimmt. Kannst einfach mal 3W20 würfeln und dann mal gucken, ob da noch Punkte fehlen oder nicht. Und wie gesagt, winzige no. Gegner, auch das ist eine Attacke plus, also ich sag mal, eine Reiten plus 8. Ich trage das mal als Erleichterung ein. Das von dem Ding hat er nämlich nicht übernommen, die Spezialisierung. Ja, würfel einfach mal deine Reitenprobe. Können wir auch dynamisch plus 2 minus 8 machen. Ja, ne, das lief nicht so gut. Ja, ihr könnt auch sehen, Tau ist eben noch durch den Wald geflitzt. Da mit einem großen Manschen wird Born auf die Spinnen zureiten und dann könnt ihr noch das Schreien von Gorgel hören. Gorgel kriegt nochmal 3W6 Schadenspunkte und dann könnt ihr den Kampf auch abbrechen. Gut, ihr könnt euch sammeln und die riesige Schracker-Crew, die Höhlenspinne, liegt immer noch mit zuckenden Beinen vor euch. Weiteres grünes Sekret, was aus dem Leib herausrinnt und klebrige Fäden, die immer noch mit der Höhle verbunden sind. Ich hole meine Wildschweinpfeife heraus und rufe Ronna herbei. Dann laufe ich zur Spinne, um den ganzen Kram einzusammeln. Ronna stemmt gerade seinen Fuß gegen die Spinne und zieht sein Schwert mit einem Hieb aus dem Auge. Jam, 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 die sieht lecker aus. Oh, ich glaube, die wird richtig knusprig, wenn wir die erstmal durchbraten. Wollt ihr doch nicht wirklich essen? Klar, lecker bisschen. Ich bin dann mal in der Höhle. Ich bin dann mal in der Höhle. Jam, 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 jam. Onkel, wie geht's dir? Ich nehme erstmal Bauerrugel in den Arm. Ja, also ich habe jetzt nicht so direkt eine getroffen, aber die Große hat mich auch nicht getroffen. Ich meine gesundheitlich und nicht. Und psychisch natürlich auch. Ja. Meine Ausflüge enden immer in sowas. Verstehe, was ihr meint. Oh, Stamani, das hast du gut gemacht. Aber ja. Ich muss sagen, gute Arbeit, Ronga. Und man klimmt auf die Schulter. Nun, ist nicht ganz mir zu verdanken. Die Spinne ist sehr unglücklich gelaufen, direkt in mein Schwert hinein. Sie war anscheinend, wenn diese Insekten oder Spinnen das überhaupt empfinden können, wütend oder sauer, weil ich ihr ein Schwert ins Auge getrieben habe. Aber wer war da nicht sauer? Schmerzen führen zu unüberdachten Emotionen und Reaktionen. Aber diese ganzen kleinen Spinnen. Wir sollten noch diesen Leuchtestein holen. Darf ich die Spinne auseinandernehmen? Das sollten wir. Selbstverständlich. Möchtest du Schlachter oder Fleisch oder sowas? Ja. Davon? Ja, los. Bäm. Oh, guck mal, Goggelmoggel, die hat 2 große Zähne. Wollen wir die nehmen als Kette? Ja. Ja, es gibt ein widerliches, flatschendes Geräusch, als du die Beine drehst und drehst und drehst und. So ein grünes Sekret, dann die Beine wohl zurückhält, auch wenn diese komischen Chitin-Sachen schon mehrfach geknackt haben. Du ziehst, dieser Faden will sich nicht lösen. Hau mal drauf! Jetzt aber wirklich, wenn die da an der Spinne rummachen, gehe ich schon mal Richtung Höhle. Ich muss das anders machen. Kann ich damit Kochen haltbar machen unterstützen, damit die Spinnteile länger halten? Ja, Groggel hat schon dran geleckt, also eigentlich gehört die Spinne schon Groggel, aber du gehörst ja mittlerweile zum Stamm als Schamane. Genau, ja. Du bist Schamane, du willst, kriegst auch was ab. Ja, also du musst das hier, genau, das musst du ein bisschen trocken machen, dann hält das viel länger und dann hält dann Rogel tief in die Spinne und fängt an, da Sachen rauszuziehen. Und da ist ja, das müssen wir noch trocknen. Und das müssen wir gleich noch sauber machen. Ach, guck mal, hier ist das hier. Weiß rein, das ist lecker. Ich rufe nochmal zurück. Tau, Ronga, wollt ihr nicht mitkommen? Ja, bitte.
Das ist widerlich. Ja. Ja, ich komme mit. Meine Bretter, wir danken dir für deine Gabe. Danke, danke, danke. Bist super. In der Höhle hängen zahlreiche kleine Kokons in Netzen, wo unglücklicherweise nicht nur Menschen, sondern noch einige wenige Goblins drin hängen. Ihr könnt auch sehen, wie da wohl ein vertrockneter Körper sitzt und verschiedene Stellen ist im Inneren sind da wohl aufgeplatzt. Da hat die große Höhlenspinne wohl ihre Brut reingesetzt, die dann aus dem Inneren dann herausgekrabbelt sind. Zum Glück habt ihr das nicht in Aktion gesehen, sondern habt diese Spinne herausgerufen, denn das würde das geistige Bild eines jeden Aventuriers nachhaltig erschüttern. Ihr könnt durch verschiedene Kriechgänge in die Haupthöhle gelangen und dort dann nach kurzer Suche in einem ekelhaft schleimig weißen, ja, in einem, ist es sowas wie ein, ihr könnt auf alle Fälle diesen Bergkristall aus diesem milchig trüben Netz herausziehen und habt den Bergkristall, den ihr braucht zum Erneuern des Bands. Lass uns das Ding nehmen und schnell hier abhauen. Jam, jam, lecker, feine Schmecker. Ja, bin ich dabei. Als ihr wieder nach draußen kommt, könnt ihr sehen, wie Goggelmoggel und Groggel im Schneidersitz dort sitzen und sich von ihrem Schamanenbrauer Rogel erklären lassen, was doch wohl am schmackhaften ist. Was am nächsten hält. Und wow, das Rogel, der war so klug. Ghoul-Arsch. Ja, mal, es ist immer wichtig, weil wenn man als Bauer hat man öfter mal nicht so viel zu essen, dann muss man das, was man hat, immer schön lange haltbar machen. Das ist wichtig. Und du weißt wirklich, wie man so kleine Sachen in die Erde streut oder dann wachsen große Sachen raus. Ja, aber der dauert lange, also Monde. Und er macht mal so eine Handbewegung, wie sich Monde bewegen. Mond macht Groggel, weil die Trolle sagen. Ich noch nie mit Trolle sind. Ich noch nie einen Troll getroffen. Du schon mal mit Trollen gesprochen? Ja. Oh. Die haben den Leuchtestein. Die haben den Leuchtestein. Boah. Den Krastal. Jetzt haben wir Krastal. Alles. Kommt ihr jetzt mit oder wollt ihr jetzt weiterhin euch darüber unterhalten, wie man eine Spinne kocht? Eigentlich also, wollen wir die Spinne essen. Ja, komm, wir machen sie jetzt noch eben klein und laden sie auf den Karren. So könnt ihr die Spinne klein gemacht auf den Streitwagen verladen und Bauer Rogel als Held wieder den Hügel hinaufziehen. Nach einer Stunde könnt ihr wieder zu Jorlak hinzutreten und mit wenigem Schnitzen, was ihr in den Holz treibt, in den frischen Stamm, den Jorlak euch gebracht hat, und einem Kristall, den ihr aus der Höhle geritzt habt, den Bann von Targrandir erneuern. Der wahre Name geritzt in Stein, geritzt in Holz. Es gibt ein Glühen vom Bergkristall und die Temperatur hier oben wird sich ein weiteres Mal merklich abkühlen, aber ihr seid sicher, der wahre Name existiert wieder und das Band wurde geschwächt. Verena von Mersing, um einen Krieger beraubt. So könnt ihr mit einem guten Gewissen wieder zurück in Richtung Trutzburgisch Halling aufbrechen. Die Goblins immer noch ein bisschen mit dem Gepäck. Die Gruppe wird sich dann von euch trennen, zumindest die Gruppe von Jorlak und den 20 Kriegern. Sie werden die frohe Kunde an Häuptling Ziblim überbringen mit frohen Grüßen von Goggelmoggel und Groggel. Ja, weil nehmt ihr uns mit in so ein Menschendorf? Ja, wollte ich mal meinen, also es ist ein, ist sowas ähnliches wie euer Häuptling, nehme ich an. Also der sagt mir, was ich zu tun und zu lassen habe. Ist der eine Frau? Deswegen darf ich auch keine Waffe haben. Nein, ist er nicht. Nein, aber ich glaube, er sucht sich bald eine. Oh, der ist bestimmt ein Kriegshäuptling. Mal eine kleine Frage an euch. Ihr sagt ja, ihr seid so bewandert in dem Menschen. Warum behauptet ihr immer, dass die Frauen die sind, die immer was zu sagen haben? Weil es so ist. Ist so? Ja, weil Frauen immer das Sagen haben. Vielleicht kommen sie von dieser Insel, von der ihr mir letztens erzählt, Halbinsel, in diesem Aranien. Da habe ich auch gehört, soll das auch so sein. Ja, bei uns in der Heimat. Aranien klingt klug. Wenn also dann die Frauen das Sagen haben, dann sind sie klug.
Ach, weiß ich nicht, ist ganz weit weg, habe ich gehört. Noch weiter weg als Wehrheim. Und Wehrheim ist ja schon weit weg. Ja, es ist sehr weit und es ist wenigstens schön warm. Also bei uns in die Wesen haben sowohl Männer als auch Frauen das Sagen. Bei uns geht es nicht um das Geschlecht. Ihr seid komisch. Also bei uns im Dorf haben immer die Alten das Sagen. Also der Dorfälteste. Ja, wir haben auch die Älteste. Die Dorfälteste. Das wechselt gar nicht so oft, weil die alte Rolga ist schon sehr alt. Also ich weiß gar nicht wie alt, aber die war schon alt. Da war ich noch so ein Stöpsel und da war ich ja schon sehr klein. Und jetzt ist sie noch viel älter geworden als damals. Also muss sie schon sehr alt sein. So, und dann kriege ich jetzt meine 3 Hühner. Ja, ich denke. Ja, natürlich. Wo hast du deine Hühner zuletzt gekauft? Ja, in der Stadt. Ich habe da einen sehr netten Mann getroffen. Der betreibt wohl eine Art, also eine Hühneraufzucht. Der verkauft viele Hühner. Sehr beeindruckend. Muss ich mir mal anschauen. Habe ich noch nie gesehen. Schulden müssen getilgt werden. Seien es auch Hühner. Und es gibt bestimmt auch eine Belohnung von dem Kasta. Oh, wir kriegen eine Belohnung, das ist gut. Oh, was denn, ein Kettenhemd? Oh, ein Kettenhemd. Ich weiß nicht, was. Also, ja, wir haben es, glaube ich, nicht vorher besprochen. Und vielleicht. Was bekommt Ronga von euch dafür, dass er euch diese Spinne erjagt hat? Da haben wir nicht gewettet. Genau. Außerdem habe ich den Hirsch zuerst erschossen. Kriegst du aber einen Schulterklopfen. Hier. Außerdem glaube ich, Ronga hat die Spinne nicht abgeleckt. Genau, ich habe sie zuerst abgeleckt. Mir leid. Nein, ich hab nicht und werde die Spinne niemals ablecken. Ich glaube, es ist jetzt auch zu spät. Also, weil die Spinne ist jetzt schon abgeleckt. Also. Ich glaube, du willst diese Spinne nicht nur mehr anfassen, wo du sie vorher schon nicht anfassen wolltest. Ich hab ihr ganzes Blut über mir. Yum, yum, yum. Blutsuppe. Warum schaust du mich so an? Weil ich bin hungrig. Aber Blut kann man nicht essen. Aber trinken? Ja. Und man das kann hättest du wieder nicht machen. Sagen sollen. Ich suche nach einem Bad. Unbedingt. War widerlich genug. So könnt ihr die Reise durch die nassen Hügel und die Täler zurück antreten, durch die Hallinger Tiefebene nach Trutzburgisch Halling.